Arbeiten an Blankenburgs neuer Tankstelle gehen wieder zügig voran. Ende 2019 wurde nach langen Verhandlungen der Bau einer zweiten Tankstelle in der Kernstadt Blankenburg genehmigt. Das vor Jahren eingereichte Projekt am Pfeifenkrug sowie ein anderer Standort an der B81 in der Nähe der A36 wurden aus unterschiedlichen Gründen verworfen. Jetzt wird die Selbstbedienungstankstelle am Nordrad Center auf einem ehemaligen Teil des Hagebauparkplatzes gebaut. Die großen Kraftstofftanks befinden sich bereits seit Juli unter der Erde. Ebenso die notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen. Es erfolgen noch Restarbeiten und dann beginnt der oberirdische Bau mit der Installation der entsprechenden Technik. Bereits im Herbst 2020 sollen hier die ersten Fahrzeuge tanken können.